Ja, es war eine wunderschöne Nacht im Bett des Arthurs. Das Frühstück wurde mir gerade ins Bett gebracht, das ist sehr ehrenwert. Dateien kopieren, das wird schon hart gearbeitet am frühen Morgen. Oh. Junge, Junge. Der Panzer hat hier geschlafen die Nacht, aber also nicht direkt. Leider. Wo ist der Mann? Scheiße. Die Kackwurst war übel hart, Alter. Ich war richtig am Pressen. Das ging richtig, das war richtig anstrengend. Ach, ich. Junge, das geht ja. Junge, der Roller ist ja immer noch hier. Ja. Der ist ja hier schon seit Jahren. Ja, ich repariere den also absichtlich nicht, weil mit dem mache ich wirklich, ich fahre sogar 5 Meter nur mit dem. Also ich bewege mich dann gar nicht mehr, wenn der läuft. Dieser Mann ist... Alter, wieder schneiden. Nicht Stephen schneiden. Stephen Hawking. Das? Stephen Hawking war nachweislich auf Epstein Island. Nee, ich nicht. Ich hab sowas. Sehr schade. Ein massives Gewinnerfrühstück. Fahren wir eigentlich dann nach Lauterbrunnen, oder? Geil. Ja, scheiß auf das Wetter. Also es regnet dort aktuell. Wir können nochmal, wenn es ganz beschissen ist, dann können wir nochmal dahin gehen, aber es regnet. Ja, und warum seid ihr nicht endlich mal nackt? Ich hab Bodenkrebs. Das. Wichtig und richtig, immer regelmäßig nach Bodenkrebs untersuchen lassen und Prostatakrebs muss man auch untersuchen lassen. Ja. Die Drift haben, weil siehst du, siehst du, wie das so rüber schwenkt? So? Ja, meine hat auch ständig Stickdrift. Aber ich spiele auf der höchsten Empfindlichkeit, so das ist noch größter Aid. Ja, ich habe immer Todzone so auf 20% oder so, ja, weil sonst geht's gar nicht. Gar nicht so. Ich bestelle mir einfach einen neuen Controller, über dich. Das ist der Lifestyle. Aber Rocket-Dings. Aber Rocket Game, die haben eben angeblich jetzt Anti-Stickdrift so drin. Ja, muss ich mal abchecken, weil das fragt mich bei meinem Übelst ab. Ich gehe jetzt duschen. Spawn. Junge, das ist der reale. Der Shinui, das ist der reale. Achso, ne dann. Grüße gehen raus, Brudi. Das ist alles wirklich nicht gesund. Schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ich bin doch gar nicht high. Ich habe nicht gekifft. Was soll denn das? Ich vergesse ständig, was ich will. Das muss in dieser Wohnung liegen. Diese Behausung macht einen einfach high. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist einfach die Anwesenheit von Arthur. Also. Servus. Nun, dieser Content. Max hat einen Korn unter der Brust. Junge, Max hat einen Knoten in der Brust. Hat Arthur und dir gestern den schwarzen Luan gezeigt? Chat, wir müssen uns jetzt langsam richten. Ich mache jetzt hier dieses aerodynamische Upgrade. Für das muss ich aber meine Cam hier starten. So, das Video startet mit einem Stream, mit Rauch und einem aerodynamischen Upgrade. Denn heute gehen wir in die Berge. Ich wusste nicht mal, dass er das vorhat. Das kam wirklich sehr unerwartet. Ja. Ja, so beginnt man doch den Tag ausgezeichnet, oder? Ich habe keinen Penis. Das wäre dann gut. Guck mal, wie die Haare aussehen. Ist so ein. Ich bin stolz auf dich. Danke. Gott und der Lifestyle, das Langzeitarbeitsloser, das ist einfach nur schön. Ja, ich schneide gerade den Vlog, den ich hier mit dieser Kamera aufgenommen habe. Ich muss jetzt sagen, also das Filmen damit ist sehr angenehm, der Akku hält lange. Und die Aufnahmen sind eigentlich wirklich gut. Das Einzige, was ich jetzt gerade gemerkt habe, die Windempfindlichkeit ist ein bisschen nervig. Also man hört die Windgeräusche ziemlich doll und ja, in Lowlight kann man kein Licht anmachen.
Das ist halt ein bisschen schade, aber an sich muss ich echt sagen, das Ding, das ist schon angenehm zu vloggen. Ich muss sagen, dieser Mann ist noch viel angenehmer zu vloggen. Vielen Dank. Na, der Gastgeber duscht und wichst. Und dann geht's los. In der Tat. Arthur! Na, ich muss halt noch hart arbeiten. So. Die klingen natürlich aus, jetzt bin ich wirklich gespannt. So, jetzt geht's gleich nach Lauterbronn. Das Gute ist, ich mache mich hier gerade schlau, und zwar bis zum Gewicht von 250 Gramm dürfen sie grundsätzlich ohne Bewilligung eingesetzt werden. Das ist einfach nur geil, weil meine Drohne wiegt halt exakt 249 Gramm. Das macht mich unfassbar geil. Die darf man ja überall in der Schweiz fliegen. Also ich werde sowas von innen im Casino fliegen. Ich muss die Drohne mieten. Statement eigentlich? Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Was? Ach, nix. Hab ich nicht verloren? Dieser Mann hat gerade eine Autobahnvignette für 40 Ecken erworben. Das ist selber nur schön. Ich hab Hunger. Tread ist Twitter für dumme Menschen. Cancel. AIDS. Das ist mein Frühstück. Schnitzel-Cocktail, was auch immer das bedeutet. Ja, ist auf jeden Fall warm. Ein feines Rebella in rauen Mengen wurde erworben. Und ein Feldschicht in der Golfreihe für später. Oh ja. Mm. Mm. Oh, überraschend gut. Mm. Das Geile ist, in der Schweiz kannst du gefühlt alles kaufen und du wirst einfach nicht enttäuscht. Oh ja. Mm. Hi. What do you do for a living? Ich habe Hämorrhoiden. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Oh, hi. What do you do for a living? I'm a Wissenschaftler. So, zweieinhalb Stunden. Ich hoffe, diese Fahrt wird wirklich wie geplant von einem Aufenthalt im Casino unterbrochen, weil ich kann ja in Deutschland nicht mehr spielen, und deswegen muss jetzt natürlich die Chance genutzt werden, in diesem wundervollen Land hier der Sucht zu frönen. Statement? Spielsucht ist wichtig und richtig. Man gibt immer, die meisten geben immer kurz vor dem Jackpot auf. Ich glaube, ich bin einer dieser Leute. Mhm. Deswegen niemals aufgeben, immer am Ball bleiben, niemals aufgehen. Da kann ich alles so bestätigen, ne? Also man muss ja auch sein Glück versuchen. Ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wer jetzt von vornherein sagt, so ja, Casino ist einfach Geldverbrennung, so, das ist natürlich eine Lüge, weil erstens macht es Spaß und zweitens, du kannst ja auch sehr reich werden. Also geht alle bitte mehr ins Casino, ich kann es wirklich nur empfehlen. Wir sind einfach nur die drei engsten Menschen in der Schweiz gerade. Und die schwulsten. Das Wetter ist einfach optimal, das macht mich unfassbar spitz. Also es ist wirklich endlich soweit und wir machen diese Tour nach Lauterbrunn, und das ist einfach das beste Wetter. Ich werde nichts dort machen, also wie gesagt, wenn es dort so ist, ich bin die ganze Zeit nur im Casino, mir ist das egal. So, wir sind jetzt hier in Zürich, es regnet leider. Was? Einen vollen Franken. Das ist alles Kleingeld. Also keinen richtigen Franken. Das ist Kleingeld. Ja, das nimmt er nicht. Der Arthur hat uns jetzt das Ticket geholt mit Twint. Das ist hier fortschrittliche Technologie aus der Schweiz scheinbar. Und ja, wo geht's jetzt hin? Ins Casino. Das ist einfach nur schön. Also weil es wahrscheinlich massiv verregnet sein wird in Lauterbrunn, schmücken wir uns diese Fahrtstage mit ein paar Aufenthalten aus. Also wir machen jetzt eigentlich keinen Ausflug mehr nach Lauterbrunn, sondern wir machen eigentlich jetzt eine Casino-Tour. Also ist ja wirklich so. Also wir haben jetzt mehrere Casinos. Durch die ganze Schweiz. Ja, die wir besuchen wollen heute. Und ja, so kurzfristig können sich Pläne ändern. Hier waren wir bisher noch nicht. Und ja, bin gespannt. Dieser Mann hat einfach seinen Reisepass im Auto vergessen. Jetzt müssen wir nochmal diese unfassbaren 300 Meter laufen. Ich wäre wirklich noch wütend hier. Mann! Ja, was für ein wunderschöner Ort. Was für ein wunderschöner Ort.
So, jetzt werden wir unser Glück versuchen. Das ist alles nicht gesund, aber vielleicht gehen wir hier reich raus. Wir finden es aus. Wieder ausgezeichnet. Oh, ich bin schon 50 Franken im Plus. Mal schauen, ob man das noch ausweiten kann. Oh, ja, das ist schon ein bisschen was auf jeden Fall. Das ist das gute Leben. Naja, oh ja, ja, durchaus ist das legitim. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht drücken. Na gut, 184 im Plus. Das ist der Lifestyle. Komm, gönn nochmal, Brudi. So, ich guck nochmal, ob bis 100 Franken noch was kommt. Wenn nicht, dann müssen wir leider weiter. Ach, schon wieder mal. Oh ja, das Parkticket wird auslaufen. Komm, 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 gönn nochmal, gönn nochmal. Ja, gönn, 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 komm, 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 bitte, nein. Komm schon, nein. Denn braucht es. Nein. Ich reich mich jetzt mit äußerst mystisch. Ach, verdammt, nein. Ich muss es weiter versuchen. Scheiße. Nein. Jetzt gönn doch mal. Ach Mann, man gönnt gar nicht. Das macht mir wie sehr mit. Also dieser Mann hat massiv gewonnen sozusagen. Aus 40, 115 und ich habe aus 150 gemacht, obwohl ich hätte. Ich hätte mit massivem Plus rausgehen können. Hm. Aber soll ich es nochmal weiter versuchen? Ich muss es weiter versuchen, ich kann noch nicht aufgeben. Ich spiele doch Kick, das tut mir leid. Yeah, oh ja. Yeah. Ja gut, also ich hätte dann wahrscheinlich meinen saftigen Gewinn einfach nehmen sollen. Das habe ich aber nicht getan. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum ich mich in Deutschland in den Spielwagen sperren gelassen habe. Ja, scheiße. Ja, naja, ja. Vielleicht schaffe ich es noch. Zwei Spins. Naja, es geht weiter. Das lief eher mäßig gut, Statement. Ich habe 74 Euro gewonnen. Ich hätte wirklich, ich glaube, der Automat ist gut. Ich hätte bestimmt noch zwei, dreimal Freispiele bekommen können. Die war ich schon wieder kurz davor. Jetzt sind da schon wieder zwei Scatter auf dem Bild, weil ich aus Versehen nochmal gedrückt habe. Aber das, wie soll ich sagen, in drei Minuten läuft jetzt das Parkticket ab. Deswegen müssen wir das Casino leider verlassen. Aber ein guter Start bedeutet, dass es eventuell im nächsten Casino direkt daran anknüpfen kann und der Start dann in ein ja, wie soll ich sagen, fulminantes Finale abdriftet und wir heute noch den Jackpot holen. Mann, das sind doch 35 Minuten nach Luzern, Mann, das Casino ruft. Kannst du bitte schneller fahren? Das ist leider nicht möglich. Statement? Er fährt 98 und nicht 100. Oh ja! Yeah. Wie weit ist noch zum Casino? 27 Minuten. Hm. Wollt ihr die Wahrheit wissen? Ja. Es waren... Wie bitte? Alter, das ist alles rau. Was hat dich dazu eigentlich inspiriert? Ich habe schwerwiegende Psychosen. Die Ärzte sagen alle, ich soll aufhören zu kiffen. Aber die Stimmen sagen, ja, tu es. Das geht mir mit dem Casino so. Aber wenn mir die Stimmen sagen, geh ins Casino, dann hört sich das immer an, so wie Engel singen oder so. Also die verleiten mir ja nichts Schlechtes, weil ich habe ja gerade gewonnen, also kann es ja nicht schlecht sein. Jetzt sind wir im wunderschönen Luzern, wie man hier auch unschwer erkennen kann. Oh, das klingt aber auch schön schmackhaft. Ach scheiße, das war die falsche Spur. Leck mich doch. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ach Mann, fuck. Sag mal, willst du die Freispiele nicht, oder? Na ja, die Freispiele müssen ja noch kurz warten. Da ist es schon zu sehen, das Casino. Das kann doch nicht wahr sein. Und trotzdem sind wir so weit weg. Naja, in drei Minuten sind wir da und dann können wir unser Glück wieder versuchen. Ich freue mich schon. Da hinten? Die nächsten Gewinne einzustreichen. Geht unbedingt mehr ins Casino. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Gangstalker haben gerade eben ihre Maschinen ausgemacht, nachdem ich sie bemerkt habe.
Bah! Bah! Ihr kriegt mich nicht, ihr verfolgt mich überall hin, aber ihr werdet mich niemals kriegen. Ihr werdet mich nie klein kriegen. Hey. Niemals! Idiot, was ist das? Was ist dies mit deiner Vorhersage? Also meine Vorhersage ist, jeder wird gewinnen, aber ich bin mir bei dir nicht sicher, ob du es dann auch auszahlst. Das geht mir genauso. Ja, bei mir läuft es leider absolut nicht gut. Zu diesen 100 Franken vorhin gesellen sich wohl noch 50 von jetzt. Dann ist mein Limit erstmal erreicht. Das ist wirklich ganz, ganz traurig. Gottverdammter Mist. Statement? Ja, hast du alles verloren? Oder wie sieht's bei dir aus? Ja. Nicht, dass irgendwas Neues wäre, aber nie wieder arbeiten, Brudi. Ah, das hören wir auch mit dem Symbol. Was denn? Das ist so kein Witz. Das ist der größte Müll. Wollen Vierer jetzt auf Ehre kommen? Ja, Vierer wäre Ehre, aber es wird niemals kommen. Das ist das Allerschlechteste an Brudi. So ein Bullshit. So ein Bullshit. Das waren wirklich alle Freispiele. 15 Franken auf 1 Euro. So, jetzt bin ich aber wirklich zufrieden. Das macht mich geil. So, das werden jetzt meine letzten Drücker sein. Den 370 nehme ich definitiv mit. Davon wird gespeist und das gute Leben genossen. Das wird auf jeden Fall nicht noch im Automaten landen. Außer dann in der Lage vielleicht. Eventuell. Das dritte Casino heute. Wer weiß, was passiert. Also, ich denke, es wird noch früher oder später im Automaten landen. Am wunderschönen Luzerner See wartet die ganze Zeit der Arthur. Dieser Hund, der spielt nämlich nur Online-Casino, das macht mich wirklich sehr, sehr traurig. Aber naja, der Mann wird niemals reich werden. Leider. Ich bemitleide ihn etwas. Er hat einfach nicht die Eier aus Stahl. Da oben ist übrigens das Chateau Gutsch, da haben wir schon mal zusammen ein Bad genommen. Einfach nur nice, Alter. Ich habe übrigens Hunger, wo können wir jetzt was essen? Kurzer Funfact noch, in das Badewasser wurde vorher reingewichst. Jedenfalls, das ist Real Talk. Auf jeden Fall können wir jetzt schauen, wo wir was essen gehen. Ich bin nicht sicher, aber wir waren hier schon mal da vorne irgendwo was essen. Ich bin mir sicher, da gab es noch die ganzen China-Restaurants. Endlich lauter Bohnen erreichen. Ja, aber wo kriegt man jetzt hier den Snack? Vor allen Dingen, hier, bevor wir lauter Bohnen erreichen, erreichen wir erstmal noch das Casino in Interlaken. Nee, wir müssen erstmal lauter Bohnen, sonst wird es zu schnell dunkel. Ja, okay. Aber ich habe Hunger. Ja, wir gehen irgendwo im Migros oder so und holen uns dann geht Snack. Geht steil, Brudi. Aber der Migros ist, glaube ich, da beim Bahnhof da hinten. So weit. Gibt es hier einen Drive-In? Wir können Drive-By starten. Und die müssen uns das Essen aushändigen. Distanz? Geht sie nicht McDonalds? So McDrive? Diese Berliner hier sind einfach wirklich diesem Mann nachempfunden. Das macht mich unfassbar spitz. Das ist so. Alter, was für ein unfassbarer Zufall. Wobei, na gut, es gibt eigentlich keine Zufälle. Das stimmt. Mittagessen ist ein Apfelstrudel, der sehr, sehr gut aussieht, von der Bäckerei Bachmann. Bei den Männern gibt es Corn Dogelix. Das ist der exakte Anblick meines Abfalls, nachdem ich wieder mal im Rausch zwei Tüten Takis verspeist habe. Lass es dir schmecken, mein Engel. Vielen Arsch. Weiß jetzt nicht rein. Es ist übel heiß. Ja, das ist. Es ist richtig heiß. Die haben das mit der Mikrowelle aufgeheizt. Alter, die haben sogar übertrieben. Geil. So, ich trinke jetzt das allererste, Junge, Alkohol, das erinnert mich an Madeira. Das allererste Mal alkoholfreies Bier in der Schweiz. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ja, das bin ich in der Tat. Das ist doch durchaus köstlich. Ja. Ja. Warum fahren wir eigentlich so langsam schon wieder?
Das ist übrigens sehr schön. Sex? Mit? Untot. Die Jungs sind sehr pessimistisch, dass das Wetter in Lauterbronn schlechter ist oder so wie hier, aber ich bin mir einfach sicher, dass es gut wird. Ich verwette hiermit eine Ladung Samen. Dann werde ich mir diese Ladung Samen heute bei dir abholen. Die Farben in der Schweiz sind schon einfach immer geil. Ohne Scheiß. So sieht das die ganze Zeit aus, wenn man aus dem Fenster ausschaut. Ach, das ist wirklich wunderschön. Hier wird zwar auch gebaut, also die Gangstalker sind überall, aber naja, es wird sich lohnen. Ich sag's euch, 46 Kilometer noch. Hurenhass. Was? Hurenhass. Warum? Einfach so, aus Prinzip. Absoluter Straßenpsychosen, meine, die Straße sieht aus wie mein Gedärm. Macht es eigentlich Spaß, so zu fahren? Ja, es ist mal was anderes, das gibt es ja bei uns nicht. Also, ja, also da ich das ja eigentlich ganz gut. Ja, ich finde es eigentlich ganz chillig, so, ne? Was soll ich sagen? Das ist mal was anderes. Ich freue mich aufs Casino. Ich auch. Ich hoffe, ich kann euch gleich nochmal den Ausblick auf diese Berge hin zeigen. Das ist absolut Wahnsinn. Dieser Ausblick die ganze Zeit. Oh. Aber da hinten, da oben, jetzt scheint die Sonne nicht mehr so drauf, aber das ist einfach der Wahnsinn. Junge. Gay. Wir sind der Fahrer. Ja, Junge. Alter, wir sind jetzt wirklich in Lauterbrunn. Ich muss dringend scheißen. Das ist wirklich wunderschön hier. Also. Wie dein Arsch, den ich heute noch besah. Ich steige jetzt erstmal im Pool. Also, sehen die doch eh nicht. Ja, ich habe jetzt leider gerade herausgefunden, dass ich hier doch nicht abheben darf. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ach Mann, die Aufnahmen wären bestimmt sehr schön gewesen, hätte ich hier abheben dürfen. In der Tat. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Das ist richtig. Ich also verwende die Aufnahmen dann. Die letzten vier Minuten haben wir hier nur auf das Schild geguckt. Ja, nee, also, ja, schade. Müsst ihr euch einfach vorstellen, wie das von oben aussieht. Ich werde es niemals rausfinden. Ja, das. Lass hier noch ein Bild zusammen machen. Ja, das? Ein schwules Bild. Vorsicht, Schlangen. Ja, die haben gefühlt schon einen Blick in die Zukunft, weil ich in wenigen Sekunden meine raushole, um dich hier hinzugenieren. Was ein Zufall, ich muss auch. Ich muss scheißen. Tu dir keinen Zwang an, Bruder. Ja, hier unten hat man schöne Fotos gemacht. Das ist natürlich der einzige Grund, warum man in diesen wunderschönen Ort fährt, um hier Fotos zu machen. Ja, was auch sonst. Dann gleich wieder zurückfahren. Ja, das. Das. Ins oder Casino wohlgemerkt. Ja, das. Ah nee, wir haben ja noch was anderes hier vor. Ja, eine Wundertüte. Ja, das. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Ja. Das Wetter könnte natürlich schöner sein, aber ich denke, hier gehen wir nochmal hin irgendwann. Auch um Grindelwald zu sehen, also entweder im Sommer oder halt wenn Schneefall ist. Ja, aber Fotoshooting ist abgeschlossen. Jetzt wird auch der Wasserfall besucht. Wichtig und richtig, da hinten ist er. Chlamydien. An dieser Stelle muss ich wirklich mal fragen, schmeckt sie eigentlich nicht? Im Winter ist leider der Weg hier geschlossen. Also zu dem Wasserfall. Ich muss scheißen. Ich glaube. Da hinten, das sind die Toiletten. In dieser wirklich wunderschönen Kulisse wird jetzt der absolute Omega-Lifestyle gelebt und der Kräutertee getrunken. Also, das ist einfach nur nice. Fick dich doch selber. Weil du nicht teilnehmen kannst? In der Tat. Und das kotzt mich massiv an. Ich habe AIDS im Endstadium und Nasenkrebs. So ein letzter Eindruck von diesem wunderschönen Wasserfall in diesem wirklich schönen Ort, den wir sicherlich im Hochsommer mal wieder besuchen werden. Das hier ist übrigens ein Friedhof. Also hier begraben sein, das ist schon auf jeden Fall Baba. Aber da habe ich locker noch so 7 Jahre Zeit, würde ich mal schätzen. Aber naja, also nee, das kann ich ja wieder nicht filmen da drüben. wir haben jetzt im Prinzip nicht das richtige Ziel erreicht, denn das steuern wir jetzt erst gleich an, dann, nachdem wir noch den Ort durchkämmt haben. Wir schauen uns jetzt den Ort an und dann fahren wir zum eigentlichen Ziel. Das Ziel ist nochmal ungefähr 15 Minuten Fahrt von hier entfernt und könnte uns unter Umständen sehr reich machen.
muss scheißen, immer noch. Absolut optimales Wetter für einen Spaziergang durch lauter Brunnen. Aber besser als ein Spaziergang durch lauter Bach. Es ist wirklich schön, dass wenigstens ein kleines bisschen Heimat auch hier zu finden ist. Ich habe übrigens Hunger. Ah ja, ein Kaffee! Nee, warte mal. Ist jetzt hier diese Zeit, wo die Schweizer alle nichts machen? Oh nee. Ein Junge, ausgestopfte Tiere. Junge, ein Murmeltier fehlt mir übrigens noch. Alter, wenn jemand von euch ein Murmeltier hat, meine Packstation freut sich. Der Fuchs sieht doch verdammt eng aus. Hat jetzt hier wieder nichts auf? Das weiß ich nicht. Obwohl, so spät ist es jetzt eigentlich auch das, nicht, das, die machen ja auf, wenn die wollen. Wenn die Bock haben. Ja, eigentlich müsste es ja schon theoretisch offen haben. Also irgendwas ist safe offen. Obwohl, das ich weiß, was offen hat. Das ist aber in Interlaken. Was? In Interlaken? Das Casino meinst du? In der Tat. Das hat offen. Diese schmackhaften Rindlandjäger aus der Metzgerei Fuchs in Lauterbrunn, die werde ich mir jetzt einverleiben. Mmh. Oh, geil. Es wurden noch weitere Würste erworben, denn man hat auch andere noch gekauft. Mmh. Okay, das Hotel Sing. Alter. Hey, ich muss sagen, das war ein geiler Ausflug. Wow, was für ein wirklich, wirklich schöner Ort Interlaken. Haben wir das auch jetzt endlich mal gesehen? Das kann man auch gerne mal wiedersehen. Also Interlaken ist wirklich eine der schönsten Städte überhaupt. Ja, dieser Mann berichtet das scheinbar auch gerade. Aber was macht man jetzt hier? Natürlich nicht die Natur genießen oder die Kultur oder irgendwas ähnliches. Nein, natürlich erstmal ins Casino. Ah, das ist schön. Wir versuchen jetzt in dem Casino in Interlaken unser Glück und wie läuft's? Ah, der ist investiert, also ich kann noch keine Prognose abgeben. Grüße an Contra K. Büffelurin. Hält den Büffel clean. Alter, du bist eben was reich. Wie viel ist denn das hier? 17,60, ich bin im Plus. Geil, Brudi. Machst du nicht so spannend? Naja. Geil. Der Hirschwahnsinn. Auf 1,80, jetzt gönn doch mal, Bruder. Oh, Junge! Dieser Mann ist definitiv reich. Nee, oder? Ja, ein phänomenaler Gewinn. Ja, mal schauen, was der erste offenbar einigermaßen gute Gewinn bringt im Casino Interlaken. Ich mach's nicht spannend, sondern ich will es direkt. Oh, 48 Öcken, das ist natürlich mehr, als ich jetzt erwartet hätte. Ach nee, Quatsch, nur 48 Öcken? Nee, Quatsch. Doch? Ja? Ja. Eins Freispieler auf Nacken von Häuptling Wunde Eichel. Oh yeah. Oh, komm, Freispieler. Ja, komm, komm. Hat sich nicht angetäuscht. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich unsterblich reich werde. Junge, was zum Teufel? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier passiert. Hauptsache, ich werde reich. Ja, die Freispiele verlaufen weder gut noch sonderlich schlecht. Aber zufriedenstellend ist das nicht. Ja. Mich würde wirklich mal interessieren, welche Vorkommnisse das Anbringen dieses Aufklebers im Casino hier verursacht haben. Ja, das ist doch mal schmackhaft. Mmh. Ja, das sieht erneut so aus, als würdest du nie wieder arbeiten müssen. Ja, ich war ein bisschen voreilig mit, das sieht schon mal nach einem ordentlichen Gewinn aus, weil wir haben schon die Hälfte der Freispiele rum, sind bei 25 Öcken, also bitte. Da kommt ja nicht einmal, da kommt ja nicht einmal diese verfickte Fresse vom Porsche, Alter. Okay, wow, zweimal, ich lach mich.
Geh wieder arbeiten, wieder arbeiten. Big Win bei 28, der Blanco. Ja, 65 Franken ärmer und um eine Banane reicher. Und jetzt geht's endlich zum All You Can Eats. In der Tat, also ich schaue jetzt erstmal, wie lange das gleich noch auf hat, weil wir sind erst um 9 Uhr ungefähr da. Das ist noch ein weiter Weg. Das ist noch ein sehr weiter Weg. Mhm. Wie heißt das Restaurant nochmal? Ich habe keine Ahnung. Sehr geil, ich ebenfalls nicht. Der Erzfeind. Wir speisen jetzt bei einem koreanischen Barbecue. Wir haben uns heute erstmal gegen das klassische American Eats entschieden in Konstanz. Und Milkfett. Kok. Ich bin sehr gespannt. Geil. Die massive Mahlzeit kommt hin. Alter, das ist ja fast schon so wie All You Can Eat. Super, vorher alles weggeschnüffelt. Der Grill ist in Betrieb. Die Mahlzeit wird vor unseren Augen gegrillt. Das macht mich spitz. Hector Panzer hat gekocht. Vegan. Ich distanziere mich von veganer Ernährung. Ich bin waschechter Veganer. Das sieht nicht so aus. Bei diesem wunderbaren Mann gibt es feinstes Lass mich sprechen. Ich hab dich lieb. Oh, es fängt schon an zu brutzeln langsam. Ja. Das ist aber wirklich geil. Ich bin gespannt, wie scharf das ist. Ja, es wird schon gehen. Junge, erinnerst du dich noch an Amsterdam? Ich werde es nie vergessen, die Schmerzen. Auf jeden Fall eine feine Sache. Interaktives Essen. Du bereitest die Mahlzeit zu und kannst sie gefühlt zeitgleich vertilgen. Das ist einfach nur schön. Alles gewendet werden und gleichmäßig durch. Das ist harte Arbeit, das zu wenden. Ich hoffe, wir können in mehreren Schichten arbeiten. Ich werde diese Mahlzeit verkosten. Die soll angeblich ziemlich scharf sein. Und? Alter! Scharf. Der schmeckt unfassbar gut. Also, jetzt mal im Ernst. Mmh. Oh wow. Also ich würde das jetzt nicht mal als scharf bezeichnen. Boah. Nee, zum Glück nicht. Genau richtig. Das ist ja, also real talk, das ist ja ein Traum. Mmh. Mhm. Wir müssen dringend heim. Ist das so? Yes. Guck. AIDS. Die Schweizer Musik ist sehr mystisch und die Fahrt ist ewig. Hämorrhoiden im Maul. Man kann leider während der Fahrt nicht aufmachen. Ja, ich werde doch gern meinen Liebling füttern. Ich gebe mir Mühe, den Mann nicht zu blenden, damit wir nicht verunglücken. Also es ist auf jeden Fall wichtig, ihn zu füttern. Schmackhafte Chips in der Stadt. Leider ist die Cola zuckerfrei. Man hat nicht alles, Brudi. Boah, geil. Das ist einfach das gute Leben. Oh. Ihr gesehen habt, liegt der Mann schon wieder da und schläft. Und wir haben immer noch nicht Kontakt zu ihm aufgenommen. Das ist einfach nur herrlich. Ich muss übrigens massiv auf die Toilette. Danach muss ich leider hart arbeiten und schneiden. Das ist jetzt schon geil. Ich freue mich darauf, im Bett zu liegen und zuzugucken. Mit dieser harten Arbeit. Das entspannt mich unfassbar. Du kannst dir gar nicht vorstellen. Der Regen prasselt, du arbeitest und ich liege da und genieße beides. Das ist geil, aber irgendwie. Alter. Das ist geil.
Ich werde jetzt schneiden. Und kannst du bitte den Zuschauern verraten, in welchem Zustand ich schneide? Nackt und high. Adelson Schiptor. Ich bin Albaner. Und ich schwul. Ich aber ebenfalls. Sehr, sehr legitim. Die Frage ist einfach wirklich, wer hier gerade härter arbeitet. Dumm ist dumm, One-Shot, One-Shot. Ich hab gerade meine Nachbarin gefingert und ich hoffe, das ist okay gewesen. Mach was du willst, so fühl dich frei. Kannst du Max Furz anzünden? Das macht man nicht im Stream. Jeden Tag dasselbe Wahnsinn. Und das ist immer noch lustig. Das Schöne ist, dass wir jetzt hier wirklich wohnen. Ja, ich habe nicht mehr vor, das Bett hier zu verlassen. Also drüben wurde die Couch eingenommen, jetzt wird das Bett eingenommen. Und der Mann schläft auf dem Boden. Der Mann ist die ganze Nacht wach und streamt, das ist so schön. Schwul. Boah, das ist aber... Ich? Und ich? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Kannst du bitte mal in der einen Bus ziehen? Junge, diese Psychose. Schaudern und Peter Mann, absolut. Moin, Mahlzeit. Nee, ich will gar keinen. Ich grüße dich. Ach so, das ist wegen dem Rindfleisch? Natürlich nicht, aber mich widert die Wurst irgendwie an. Das höre ich öfter.